wieder los. Wird wieder Zeit für Witcher. Ja, wir waren bei Priscilla angekommen. Ich hatte, glaube ich, sogar noch schon mit ihr geredet. Ja, Priscilla. Alles Gute. So, wir sollen ins Badehaus gehen. Dann müssen wir erstmal hier raus. Reiern oder nicht reiern? Das ist hier. Vorsicht! Geht weg! Steht alle im Weg! Das wollt ihr, werte Dame. Angeblich soll hier bald ein großes Turnier stehen. Ey, diese Leute, die labern aber auch so viel. Das ist doch. Ach man. Unten lang. Was soll die Eile? So, dann wollen wir mal zu Dijkstra. Habe ich die Wäsche aufgehängt oder nicht? Weiß ich nicht. Wie spät ist denn das? Oh, ist schon abends. Wir müssen. Mann. Jetzt bin ich schon wieder bei Witcher. Bei Resident Evil drin. Das ist schrecklich. So. Wir hatten, was hatten wir? Fechtunterricht, das war zum Morgen. Und hatten wir noch eine, die wir eventuell einen Tag später machen sollten? Ich glaube nicht. Oh, ich habe hier noch was in Wählen. Wolfsschonausrüstung in Wählen, okay. Sieht nicht so aus. Wir gehen zu Dijkstra. Da haben wir zwei Quests, die wir machen können. So. Hallo? Ist da jemand? Aufmachen. Verhext. Los, macht mir die Tür auf. Ich warte hier schon viel zu lange. Das Badehaus ist geschlossen. Ist wieder egal. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Mir egal. Sag ihm, Geralt von Riva will ihn sprechen. Ich kann nicht versprechen, dass Herr Reuben Zeit für dich hat. Wollen wir wetten? Na schön, ich werde es versuchen. Einen Moment. Ach man, jetzt hieß es wieder warten. Siggi Reuven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Ein Happenessen oder was? Du siehst schon so aus wie ein Happenessen. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Gut. Erstmal. Deine Ausrüstung passiert nichts. Ist ja gut. Abgeschlossen. Wir wollen nämlich ein bisschen von den ganzen Blümchen hier mitnehmen. So. Jetzt habe ich nur noch. Wunderbar. Siggi Reuven wartet nebenan. Hey, Weißer. Hallo, die Damen. Netten Arsch hast du da. Hast recht gehabt, er wird nicht rum. Und Junior hat ihm die Hand abgeschnitten und ihm befohlen, sie der Leiche in den Arsch zu schieben. Ach, dann hat er die Leiche zurückgeschickt als Hand. Hast du doch die Fischen deiner Mutter? Suchst du jemanden, Arschkriecher? Ja. Den Siggi Reuven suche ich. Ja, hier gibt's schön viele Pflanzen. Die nehmen wir alle mit. Ja, muss hier nicht so gut aussehen. Außerdem nehme ich ja nicht alles mit. So, dann haben wir den Raum noch, den auch noch schnell Pflanzen weg. Achtet doch auf eure Aussprache so, das geht ja nicht. Na? Ja. Achso, ich soll jetzt alleine rein. Okay. Dann gehe ich da halt alleine rein. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind.
Räuben, dein Gas. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Hat auch gerade gesagt. Geralt von Riva. Ich denke, euer Gastgeber stellt mich vor. Er ist ein Hexer. Derjenige, der erst ein Attentat auf Foltest verhindert und den Monarchen dann getötet hat. Angeblich. Ich habe Foltest nicht getötet. Dir auch einen guten Tag, Dijkstra. Räuven, oder wie auch immer du dich gerade nennst. Beim letzten Mal hat Geralt mich windelweich geprügelt und meinen Knöchel zermalmt. Ich frag mich, was er diesmal auf Lager hat. So einiges. Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Ah! Ey, schlag mal nicht die Frauen. Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Die Fantastischen Vier. Muss er nur aufpassen. Ja, ihr müsst nur aufpassen, dass ihr eure Handtuch nicht verliert, ne? So. Na, komm, lass mich mal da durch, ja. So, die Nackten sind auf meiner Seite. Na schön, komm schon. Verdammt! Ich hab da was kaputt gemacht. Was? Ein Hieb? Echt jetzt? Du hältst ja gar nichts aus. Wir brauchen einen Lebendigen. Reißt euch zusammen, Jungs. Schlagt ihn! Tötet ihn! Mama! Na komm. Komm schon her. Du bist der Nächste. Verdammt! Da ist noch einer. Niemand entkommt, klar? Na komm, lasst mich mal hier ran. Ihr macht doch eh keinen Schaden bei dem. Jetzt hat er mich gehauen wegen euch. Mann. Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Wer hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Willst du mich deinen Freunden denn nicht vorstellen? Gut, das haben nicht viel. Wer würde mir für diese Ungehörigkeit den Arsch aufreißen? Francis Bedlam ist dir bekannt. Wem sollte dieser Patron der schönen Künste und Förderer von Unternehmern mit beschränktem Startkapital auch unbekannt sein? Und der Zwerg heißt Carlo Varese, auch als Hacker bekannt. Vorwiegend im Unterhaltungsgeschäft tätig. Okay. Wie geht's denn, Räuven? Jahrelang verschwunden, nur um hier in Novigrad wieder aufzutauchen? Oh, ich war hier und da. Hab übrigens einige Zeit in Serikanien verbracht. Was hast du in der Wüste gesucht? Die Einheit mit der Natur. Wirklich ein magischer Ort. Wer zum Druiden werden? Ich habe die Zivilisation vermisst und da bin ich wieder. Will in Novigrad Wurzeln schlagen und ein respektierter Bürger werden. Wer weiß, vielleicht auch irgendwann Stadtrat. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Das ist privat. Ah, Geralt legt großen Wert auf seine Privatsphäre. Es war ein blutiger Albtraum, ihn auszuspionieren und zu beschatten. Trotzdem. Als er Marigold gesucht hat, war er nicht so misstrauisch. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren?
Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du? Uralt oder wie auch immer du heißt? Du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Das sollte kein Problem sein. Irgendeine Idee, wo Junior steckt? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Siggi? Ist einen Versuch wert. Geralt ist gut darin, Leute zu finden. Und diskret ist er. Das ist nicht zu unterschätzen. Dann lasse ich euch allein. Ich schau morgen bei dir rein, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Ja, mit Klamotten fühlt man sich doch viel besser. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Tut mir leid, das zu hören. Es tut dir leid. Dann hat sich's ja geklärt. Jetzt zeig etwas Mitgefühl und dann werde ich bestimmt wie durch ein Wunder gesund. Hör zu, Rolfen. Oder eher Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar, wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sag ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Visi mir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Hierarch Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen, obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Okay. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Okay. Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum.
So dumm ist Junior nicht. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Na, warum machst du das nicht gleich? Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemandem. Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. So ein Ego-Schweinchen. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfahren. Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Du bezahlst mich doch, oder? Nichts ist umsonst, hm? Hast du auch so hart gefeilscht, als M hier deine Dienste wollte? Wer hat dir davon erzählt? Was meinst du mit wer? M hier natürlich. Haha. Ich verrate doch nicht meine Quellen, weder dir noch irgendwem sonst. Wäre verdammt unprofessionell. Aber genug geredet. Ja, ich zahl dir was. Verlass dich drauf. Also, bist du dabei? Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Okay. Ist ja gut. Kann das auch ein bisschen netter sagen. Bitte folge mir.
Mach ich sofort. Wir müssen aber erstmal hier die ganzen Schwerter mitnehmen. Bevor die noch despawnen. Das wäre unklug. Das ist schließlich Geld. Man muss jede Krone ehren. So, da hinten ist auch noch einer. So, da haben wir das auch. Ja. Ich hänge mich immer so gerne an diesen Ecken auf, ey. Das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt gehen wir hier einmal im Kreis. Und sammeln alles ein. Das. Da brauche ich nie wieder Handfasern, glaube ich. Gut, dann können wir jetzt da rein. Na gut, so tief ist nicht, hätte ich auch springen können. Gut. Loot. Hast du kurz Zeit? Was willst du? Ich wollte gar nichts. Plündern will ich. Hab auch noch was zu tun. Bis bald. Wo ist ne? Warte mal, war da vorne noch? Nur eine Fackel. Das geht nicht. Ja, mal. So. Oh, Bart. Nicht schon wieder. Bart? Simpson? Bart, hör auf damit! Sofort! Bart, Hilfe! Bart, machen Sie die Vernichtung! Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua! Bart, nicht denken! Bart, nicht denken! Ei, Karamba! Nicht traurig! Wo hast du den Troll her? Aus Sirikanien. Hab ihn gewonnen. In einem Kartenspiel gegen den Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's tot ernst. Bart, sie im Buckelpferde. Heißt da. Sigi Bart mitnehmen. Sigi gut. Der ist voll hässlich. Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komm nachher nochmal drauf zurück. Okay. Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bart bewachen. Dann machen Bums. Zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Warum machst du das nicht selbst? Du hast doch Verbindungen zur Unterwelt. Wozu brauchst du einen Hexer? Das Gold gehört mir nicht allein. Nun, ich führe eine Art Sparkasse für bestimmte Leute, eine Bank für Eingeweihte. Der Grund dafür dürfte klar sein. Ich will nicht, dass meine kurzfristigen Liquiditätsprobleme bekannt werden. Also brauche ich jemanden von außen. Woher weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ich weiß es nicht. Ich zähle auf deinen Überlebensinstinkt. Wenn du einen Fehler machst, verfüttere ich dich an Bart. Bart bleibt tun. Bart das tun müssen. Bart mich nicht essen können. Ich Bart fertig machen. Na schön, ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut. Ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja. Und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein, Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Okay. Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. 3 Truhen nilfgaardische Florin,
eine Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Glänzensatz. Alles weg. Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sherlock Holmes. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den scheiß Namen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wollen nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipze. Kopfwirr. Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Ja, Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, Schutsch. Böser Troll. Böser Troll. Na, na. Kopf hoch. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Es explodiert. Das verstehst du gleich. Grosso. Großes Badabums. Explosion. Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fons. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popsporen eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzliche gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fons, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste gegen Gift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fons losgelassen und bin wie wild weggerannt. Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. Was? Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Ja gut. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Dankeschön. Danke. Nichts zu danken. Wirklich. Popsporen-Gegengift. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut. Ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Mann, das hat jetzt alles so lange gedauert. Der Rand ist nach außen gebogen. Irgendwas hat es aufgerissen und die Wand auf. Die Abflussrohre des Badehauses scheinen hier aufeinander zu sein. Zeit. Okay. Bart keine Zeit haben. Bart Felsen haben. Du Felsen wollen? Nein, ich will ein Gespräch. Gespräch hat Bart nicht. Null. Der spricht so langsam. Können wir reden? Sie, die dich mögen, du reden mit mir. Okay. Gut.
die Gespräche waren ja heute so lang. Bin schon wieder bei einer halben Stunde angekommen. Es wird also Zeit, mal wieder eine neue Folge aufzunehmen. Ja. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn jetzt hier wirklich viel, viel, viel geredet wurde, wenig gekämpft wurde, wenig gelootet wurde. Na gut, gelootet wurde eigentlich gar nicht so wenig, aber naja. Ja, ne? Also ich würde mich über einen Kommentar und ein Like freuen. Und ja, schaltet gerne morgen wieder ein. In diesem Sinne, Vogelspinne und bis später.